Gute liebe Leid, heute gibt's kein Grillvideo, denn heute gibt's wieder ein Special. Und zwar habe ich mal einen Soßentest gemacht, den verlinke ich euch übrigens mal da oben. Und heute möchte ich wieder einen Barbecue-Soßentest machen, denn ich war einkaufen. Ja, das letzte Mal, also die letzten Soßen habe ich ja im Supermarkt gekauft. Die Soßen habe ich im Grillstore gekauft. Dazu bin ich in den Grillstore Michelstadt getingelt und habe dort einfach mal in den Regalen rumgewühlt und habe mir einfach mitgenommen, was ich gerade greifen konnte. Im Übrigen, den Grillstore Michelstadt, wenn ihr im Kreis Odenwald wohnt oder in der Nähe, dann verlinke ich euch mal unten die Adresse und die Homepage. Da arbeiten ganz, ganz liebe Leid. Und da findet ihr alles, was das Grillerherz begehrt. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ansonsten, liebe Leid, wollen wir jetzt mal gucken, was da in der Tüte ist. Und im Übrigen für alle, die jetzt hier, ne, Landesmedienanstalt und so, schaut mal hier, guckt mal. Habe ich bezahlt, Rechnung, habe ich gekauft, alles, nichts geschenkt gekriegt. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier für Soßen in der Tüte haben. So, als erstes haben wir die Roadhouse Soße. Dann haben wir die Sonoma Ranches Original Sauce. Dann haben wir die Meat Mitch Naked Barbecue Sauce. Ja, die Standard Blues Hawk Sauce. Dann haben wir die Barbecue Sauce, das Geschmack Cola, Barbecue Sauce auf Pflaumenbasis. Dann haben wir die Old Texas Original Barbecue Sauce. Und zu guter Letzt haben wir dann die Klaus Grillt Western Sauce. Jawohl, so, dann die Tüte, die kann weg. Ich habe mir hier ein bisschen Toastbrot vorbereitet. Im Grill sind ein paar Würstchen, die ich handgeklöppelt habe, also die von mir selbst gemacht sind, damit ich auch den Soßentest richtig gescheit machen kann. Aber vorneweg, liebe Leute, das, alles, was ihr jetzt seht, alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. Das hat nichts damit zu tun, dass das vielleicht anderen Leuten nicht schmeckt oder sehr gut schmeckt oder großartig schmeckt oder überhaupt nicht schmeckt. Das ist egal. Alles, was heute passiert, ist meine persönliche Meinung und wie gesagt, das braucht ihr nicht auf die ganze Welt übertragen. Nein, das ist wirklich nur meine Meinung. Und wir legen auch gleich schon los. Da ist eine Fliege, Achtung. Bam, weg ist sie. Die war nur ganz klein, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich hier, also nicht Tierschützer und eine kleine Fliege, die hat das nicht mitgekriegt. So, ich hole erstmal eine Bratwurst. So, die legen wir hier mal so hin. Die Zange kann dahin. Mit welcher Soße fangen wir? Ich fange einfach von vorne an. So, wir fangen an mit der Roadhouse. Und was gleich auffällt, sie geht sehr gut auf. Den Müll kann man hier hin tun. So, sie hat keinen, hier diesen Verschluss, sie ist gleich offen. So, müssen wir ein bisschen schütteln. Ja, Konsistenz scheint okay zu sein. Wenn ich jetzt so durch die Flasche gucke, sieht das so aus, als wären da kleine Stückchen drin. Aber wir schauen. Ja, wir können sehen, ist relativ dickflüssig und, ui, das war ein bisschen viel jetzt. Aber da sind auch tatsächlich Bröckchen drin. So, dann tue ich mal beiseite. Dann nehme ich mir eine Gabel und schneide mir ein Stück Bratwurst runter. Ich hoffe ja, dass es heute nicht regnet, weil die Wolken, das ist irgendwie, das, naja, egal, komm. Wir probieren. Ist die Bratwurst heiß. Ja. Die ist okay. Die hat irgendwas stört mich. Ich weiß noch nicht was. Ich muss mal gucken auf da Ingredients. Tomaten. Okay, ich weiß, was mich stört. Die Ananas, da ist Ananas drin. Und wer mich kennt, der weiß. Ananas als Obst, großartig, im Kuchen, ja, aber in herzhaft gar nicht, nein. Ananas, nein, nein, nein. Ja, ich sag mal so, ich kann sie aber essen, ist jetzt aber nicht, haut mich jetzt nicht wirklich vom Hocker. Nee, haut mich nicht vom Hocker. Dann nehme ich die nächste, das ist die Sonoma Ranches Original Barbecue Sauce, nach Familienrezept. Wo geht die auf? Ah, hier ist die Lasche. Das ist auch immer sowas wie hier jetzt. Wenn eine Soße nicht aufgeht, dann werde ich grantig. Geht aber gut, wenn man die Lasche gefunden hat. Ich habe mir mal hier ein bisschen was zu trinken hingestellt, damit das auch alles ein bisschen neutralisiert.
Großartig. Lecker. So. Auch die werden wir ein bisschen schütteln. Ja, Konsistenz. Ist okay. Ja, die ist ein bisschen flüssiger als die andere. So, schneiden wir uns wieder ein Stück Wurst ab. Beziehungsweise diesmal werde ich zuerst die Soße probieren und dann mit der Wurst probieren. So. Aber auch da sind irgendwie ein paar Bröckchen drin. Bröckchen klingt eklig, aber es sind Stücke drin. Was könnte das sein? Zwiebeln. Ja, Zwiebeln. Aber ich muss sagen, die ist ganz gut. Tatsächlich. Jetzt mal mit Wurst. Oh ja. Also die Sonoma Ranches hier. Die ist tatsächlich sehr, sehr cool. Nochmal so mit einem Stück Brot. Ja, die kann man essen. Also sie ist auf jeden Fall besser als die Roadhouse. Ne? Also merken. Und gehen wir zur nächsten über. Die Meat Mitch Naked Barbecue Sauce. So. Wo ist da der Anfang? Okay, guck, das meine ich. Das meine ich absolut. Hier ist keine Lasche. Was soll das? Leute, da kriege ich immer wieder, das ist so, ich weiß nicht, das ist so, das ist, weißt du, Medikamente, wo eigentlich geschützt werden sollten, die kriegst du einfach so hier mit einem Daumen auf, aber eine Barbecue-Soße, ne, da musst du erstmal hier ein Messer holen und eine Schere und vielleicht noch einen Vorschlaghammer, damit du es öffnen kannst, egal. So, wir gucken mal, ob da so ein Schutz drauf ist. Ja, hier ist diesmal so ein Schutz drauf, den machen wir auch ab, so. Dann wird auch diese hier geschüttelt. Oh, hier beim Schütteln merke ich schon, ist ein bisschen dickflüssiger, glaube ich. Aber wir werden sehen. Wir müssen ein bisschen schütteln, dass die Luft da rausgeht. So. Weil da bildet sich hier oben immer so eine Blase und das ist dann irgendwie uncool. Ja, sie ist viel dickflüssiger als die anderen beiden. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass sie so dickflüssig ist, weil sie länger eingekocht worden ist oder ob da jetzt mehr Zucker dran ist. Ich weiß es nicht. Auch hier probieren wir jetzt erstmal ohne Bratwurst. So. Ja, sie ist viel süßer als die anderen beiden, aber, weiß nicht, was ist das? Ist das einfach nur eine Barbecue-Soße, ne? Das ist kein besonderer Geschmack oder so. Nee, das ist einfach nur Barbecue-Soße, aber die schmeckt gut. Ui, die schmeckt wirklich gut. Mal mit Bratwurst probieren. Boah. Also ich glaube, das ist jetzt aktuell von den drei, die ich jetzt probiert habe, glaube ich, mein Favorit. So. Ja. Ja, ist bis jetzt mein Favorit. Von den ersten drei Soßen. Boah, ist das gut. Tatsächlich. Sehr, sehr lecker. Die mag ich wirklich. Mach mal hier. Schluck trinken. Jeder, der sich gerade fragt, was das ist, ist Energy Drink. Weil ich hatte heute noch irgendwie kein Frühstück und so und Kaffee trinke ich ja sowieso nicht. Kommen wir zur nächsten Soße. Und zwar zur Blues Hawk Soße und zwar der originalen. Die werden viele von euch wahrscheinlich kennen. Ich muss tatsächlich sagen, ja, ich kenne sie, aber ich habe sie noch nie gegessen. Schande, aber egal. Ist halt so. Manchmal sind Dinge so, wie sie sind und man kann sie nicht ändern. Das ist halt so. So, warum geht das nicht auf? Ach so, weil hier, da ist Plastik. Ich weiß nicht, ob das Plastik irgendeine Bewandtnis hat. Ob das irgendwie hier schützt oder so, dass das nicht gammelt. Oder ob das einfach nur ein Zeichen ist, hier, du hast Neuware gekauft. Aber ich finde das mit dem Plastik nicht so geil. Das ist so viel Plastik, das brauchen wir nicht. Ist doch ein Deckel drauf, reicht doch. Ich meine, sofern das jetzt nicht irgendwie wirklich jetzt mit irgendwas zu tun hat, damit das nicht schimmelt oder so. Aber ja, so einfach habe ich mir, ja, da denkst du, das geht einfach ab und dann tut es das nicht. Okay. Alter. Da hört es bei mir schon auf, wenn irgendwas nicht aufgeht. Ah, jetzt haben wir es. So. Wir schütteln mal. Passiert nicht wirklich viel. Kann aber sein, dass ich erstmal öffnen muss.
Okay. Die sieht schon spannend aus. Die glänzt. Und zwar so richtig. Die glänzt megamäßig. Riechen tut sie tatsächlich, wie wenn man selber eine Barbecue-Soße kocht. So diese, Ich rieche den Essig. Na, schauen wir mal. Ja, die ist auch ein klein wenig, die ist ein bisschen wie Honig so. Mal den Rand abmachen. Ich probiere sie jetzt so, weil ich habe jetzt den Rand sauber gemacht. Und ich bin gespannt. Also sie ist süß. Unfassbar süß. Und ich bitte jetzt zu entschuldigen, falls das jetzt ständig hell und dunkel wird. Das sind das die Sonne, Wolken und so und ich habe keinen Schirm. Ne? Aber also viele schwören ja auf diese Soße. Ich weiß noch nicht so recht. Ich bin zwiegespalten. Wie gesagt, die Konsistenz ist sehr klebrig. Sehr klebrig. Ja, ich muss es mal mit Bratwurst probieren. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Sie ist nicht schlecht. Das will ich jetzt vorneweg schon mal sagen. Sie ist nicht schlecht. Boah, ist die. Das ist echt wie Honig, ne? Mein ganzer Finger bappt. Hm. Sie ist okay. Liebe Leid. Aber da fand ich die hier besser. Ich meine, von der brauchen wir jetzt gerade nicht reden, von den vier. Die ist erstmal aus der Konkurrenz raus, weil die ist geil. Aber da fand ich wirklich die hier besser. Obwohl ich die jetzt so fand. Nee. Nee, tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber nee. Wird nicht mein Favorit. Wie gesagt, schmeckt nicht schlecht. Aber ist halt wappensüß und wie gesagt, mein Finger, der klebt. Wenn ich jetzt hier festhalte, dann kriege ich die Hand nicht mehr runter. So klebt das. Hm. Vielleicht müsste ich die noch ein paar Mal probieren. Dann Ich weiß nicht. Kommen wir zur nächsten Soße. Und zwar The Barbecue Sauce. Die gibt es schon ungefähr so, so 3, 4, 5 Jahre. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich verstehe nur nicht, warum da Cola draufsteht. Und die eigentlich auf Pflaumenbasis ist. Pflaumenmus, Essig, Stärke, Zuckercouleur, Raucharoma. Da steht nichts von Cola drauf. Da steht auch nichts von Cola-Aroma drauf. Naja, egal. Soll mich jetzt nicht kümmern, was da drin ist. Ja, war mir fast klar, dass da auch so ein Plastikschnubbel dran ist. So, wie kriegen wir den ab? So, ja, der geht gut ab. Machen wir auch hier bei die Seite. Ja. Auch die wird natürlich geschüttelt. Und da brauchen wir. Ach, die ist hier mit so einem Quetsch-Quetsch-Ding. Da wollen wir mal schauen. Na? Ja, ach, da kommt sie. Konsistenz ist Barbecue-Soßen-mäßig, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wie gesagt, sieht halt aus wie so eine normale Barbecue-Soße. Bröckchen sehe ich jetzt keine. Ja, Konsistenz ist wirklich, wie man Barbecue-Soße halt aus der Flasche kennt. So. Schmeckt gut. Aber auch hier muss ich sagen, irgendwas stört mich. Ich glaube, es ist das Raucharoma, das mich stört. Aber nicht, dass jetzt Raucharoma an für sich drin ist, sondern das ist irgendwie komisch. Also schmeckt gut, aber wie gesagt, irgendwas. Mal mit Bratwurst probieren. Ja. Kommt mit Bratwurst ein bisschen besser. Aber ich weiß nicht. Also bis jetzt muss ich tatsächlich sagen,
Die finde ich mega. Die ist danach mega. Also die ist wirklich gut jetzt, so im Vergleich. Die, ich glaube, die von mir werden keine Freunde. Ich muss mal hier bei der Loose Hawk gucken. Ja. Ja, da finde ich wirklich die Blue Sock ein Ticken besser wie die hier. Ja, meine zwei aktuellen Favoriten sind die hier und die hier. Also die ist wirklich, die war wirklich sensationell bis jetzt und die war auch okay. Ne? Also wie gesagt, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber war okay. Nochmal einen Schluck trinken. Dann kommen wir zur vorletzten Soße. Und zwar der Old Texas Original Barbecue Sauce. Wo ist hier der Anfang? Ja. Da findest du den Anfang, dann reißt der Schnippel ab. Und jetzt. wie ich da drauf abfahre, ne? Wenn das nicht funktioniert. Aber gut, hat jetzt funktioniert. So, schön. So, wir machen mal auf, damit da auch Luft dran kommt. Oder ja, da ist jetzt nicht so ein Schnippel dran. Also immer aufmachen, damit Luft dran kommt, ne? Damit ihr schütteln könnt. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber die ist gut schüttelig. Hier ist so ein Stück Plastik. Ja. Ja, die ist auch relativ flüssig. Unterscheidet sich farblich jetzt schon ein wenig. Auf die Farben bin ich gar nicht so eingegangen. Ne? Also die erste, die ist so, ja, so ein dunkelbraun mit Bröckchen. Die hier ist relativ rötlich-braun. Die ist dunkelrot. Die ist ganz dunkles Rot mit viel Honig drin. Und die ist natürlich, die ist fast schon schwarz. Also die ist schon wirklich tatsächlich fast schwarz. Und die ist bis jetzt am hellsten. Die Old Texas Barbecue Soße. Aber wir probieren jetzt erstmal. So. Da sind auch Bröckchen drin. Was könnte es sein? Da ist drin Knoblauchgranulat, Zwiebelgranulat. Das wird es nämlich sein. Oh, gemahlene Gewürznelken. Ich hasse Nelken, aber ich schmecke sie tatsächlich nicht raus. Da ist schon wieder so ein kleines Tier. Geh weg. So, nochmal. Schmeckt aber gut. Doch, die schmeckt wirklich gut. Ich habe hier noch ein Stück Bratwurst. Trotz Bröckchen, ich sag's jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, ich bin nicht so der Bröckchen-Fan in der Soße, aber geht. Ja. Ja. Geht klar. Die geht tatsächlich klar. Ein Stück Brot, so neutral. Ja. Ja, die geht klar. Ja, ist gut. Ja, tatsächlich. Kann man jetzt nichts dagegen sagen. Ja, die schmeckt gut. Kommen wir nun zur letzten Barbecue-Soße und zwar zu der Klaus-Grill-Soße. Dann wollen wir mal schauen, was die kann. Ging jetzt ganz simpel auf. Was ich natürlich jetzt ziemlich lustig finde, ist halt diese Verpackung da mit diesen, ich wollte schon Urinbeutel sagen. Nein, ihr wisst schon, was ich meine mit diesem Beutelchen halt. Ne, also das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, das war auch tatsächlich der Grund, warum ich die gleich entdeckt habe. Das war auch, glaube ich, die erste, die ich so im Augenwinkel gesehen habe. Weil ich dachte, ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass das Klaus grillt ist. Ich habe dann nur gesehen, dieser Beutel gefällt mir ganz gut. Wollen wir mal schauen. Das ist jetzt eine Western Sauce. Alle anderen sind halt reine Barbecue-Soßen in dem Sinne. Das ist jetzt eine Western Sauce. Ich denke mal, das geht jetzt klar. Ist auch für Hamburger, Sandwiches und Co. und so weiter und so fort. Weil eine Barbecue-Soße habe ich tatsächlich nicht gefunden. Es gab noch eine scharfe Soße, aber die wollte ich jetzt nicht nehmen, weil dann ist die ja komplett außer Konkurrenz. Das macht ja keinen Spaß. Nee. Also wie gesagt, das ist jetzt eine Western-Sauce, aber wir gucken trotzdem mal. Schütteln brauchen wir die natürlich nicht. Sie geht ganz leicht raus. Konsistenz ist gut. Farbe ist so... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist so ähnlich wie die hier, nur ohne Bröckchen. Das ist so ein, ja, so ein schönes Braunrot. Mhm. Sieht gut aus. Dann werde ich sie jetzt mal probieren. Natürlich erstmal ohne Bratwurst.
Mhm. Schmeckt jetzt tatsächlich anders, ne? Weil es ist halt eine Western-Sauce und keine Barbecue-Sauce. Ich muss gerade lesen, was da alles drin ist. Weil da ist etwas, was heraussticht. Und ich glaube, es ist tatsächlich das, was ich da gerade lese. Da ist nämlich geräucherte Paprika drin. Und ich glaube, das sticht auch ganz schön heraus. Finde ich tatsächlich gut. Muss ich jetzt wirklich sagen, finde ich gut. Müsste ich jetzt mal mit einer Bratwurst probieren. Muss mir aber noch eine holen. So. Na, bleib hier. Ach, heiß. Ja, Mann. Die geht auch absolut klar. Wie gesagt, ist eine Western Sauce, hat jetzt, es geht jetzt nicht so in die Richtung Barbecue, aber schmeckt sehr lecker. Ja. Ja doch, kann man machen. Kann ich jetzt nichts Negatives gegen sagen. Wie gesagt, ist jetzt keine Soße, wo ich sage, ja, yeah, ist ja so eine Soße. Ja, geil, mach mal auf den Teller, es ist gut. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir sie alle probiert. Und jetzt wollt ihr bestimmt so ein Ranking haben, ne? Ich glaube, ihr könnt es euch vielleicht so ein bisschen, ja, erahnen. Wie fangen wir denn an? Ich würde tatsächlich sagen, mein Favorit ist diese hier. Das ist Platz Nummer 1. Die bleibt so, wie sie ist, hier einfach stehen. Die ist nämlich Platz Nummer 2. Mal probieren, nicht, dass ich was Falsches sage. Doch, die bleibt auf Platz Nummer 2. Dann kommt die Old Texas Barbecue auf Platz Nummer 3. Ja, Platz Nummer 4. Würde ich tatsächlich Klaus Grillt packen, weil war wirklich gut, kann man nichts gegen sagen. Ja, und dann würde ich sagen, ich muss noch mal probieren kurz hier. Ja, ach, Fliege. Dann die Blues Hawk Sauce, dann The Barbecue Sauce und als letztes die Roadhouse Sauce, weil die hat mich so gar nicht überzeugt. Ich kann gar nicht sagen, warum so richtig. Ah, doch, kann ich euch sagen. Die Brötchen sind nicht so geil und irgendein Brötchen da drin schmeckt komisch. Schmeckt irgendwie nach alter Erde. Das hatte ich im letzten Soßenvideo. Da hatte ich das auch. Da hat eine Soße nach Kompost geschmeckt. Das kommt so, das geht so in diese Richtung. Ich weiß nicht, ne? Nee, wirklich überzeugt hat mich die Meat Mitch Naked Barbecue Sauce, die war wirklich, wirklich gut. Klaus Grillt hat mich auch wirklich überrascht, war nämlich wirklich gut. Ja, und ansonsten, hier war ich ein bisschen enttäuscht von der Blues Hawk, weil, also die ist pappig süß, ne? Die kannst du echt als Tapetenkleister auch nehmen. Das ist eine Konsistenz, ich weiß nicht, nein. Das ist geschmacklich auch nicht so der Killer. Na gut, und hier hat mich, glaube ich, das Raucharoma gestört. Das war irgendwie, weiß nicht, nein. Aber wie gesagt, liebe Leute, das ist alles nur meine persönliche Meinung. Das ist mein Geschmack. Ihr könnt euch ja gerne alle diese Soßen mal kaufen, mal selber probieren und mal unten in die Kommentare schreiben, wie sie euch schmecken. Oder wenn ihr schon welche davon probiert habt, schreibt es unten in die Kommentare, damit ich weiß, wie ihr das so seht, welche euch davon am besten geschmeckt hat oder welche ihr gar nicht gut fandet. Oder ihr könnt natürlich auch unten reinschreiben, welche Soße ich mal in Zukunft probieren soll, ne? Die ich jetzt vielleicht nicht dabei hatte. Weil der Grillstore Michelstadt, der hatte ja noch einige andere Soßen da, aber ich konnte ja jetzt nicht alles kaufen, das war schon teuer genug irgendwo. Ich weiß ja nicht mal, wann ich das Ganze aufbrauchen soll, weil weggeschmissen wird nichts. Ja, liebe Leid, was soll ich jetzt noch sagen? Das war der Soßentest 2022 mit Soßen aus dem Grillstore. War eine interessante Erfahrung, mal zu sehen, wie unterschiedlich doch wirklich jede einzelne Soße geschmeckt hat. Und jede war auf ihre Art halt auch gut.
Okay, jetzt die eine oder andere nicht so gut, aber das ist wie die Liebe. Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. So ist es auch bei diesen Soßen. Jede hat ihre Daseinsberechtigung. Jede wird ihren Fan finden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Oh, liebe Leid, was soll ich denn sonst noch sagen? Ich muss hier noch mal kurz in diese hier. Das war die hier, genau. Ja, die Soße ist einfach lecker. Was soll ich sagen, liebe Leid? So. Ich würde jetzt sagen, ich esse jetzt noch die Wurst hier auf mit dem bisschen Brot. Und ihr könnt ja jetzt mal in den nächsten Grillstore laufen und mal gucken, was ihr so für Barbecue-Soßen entdeckt. Ansonsten schreibt mal unten in die Kommentare, wie fandet ihr das Video? Soll ich mehr davon machen? Und vielleicht mal was anderes. Ich kann ja auch mal in den Laden rennen und sagen, hier, ich kaufe mal irgendwelche, weiß ich nicht, da gibt es... Nee, das sage ich jetzt nicht, sondern da fliegen dann Steine, das möchte ich nicht sagen. Nein, das sage ich nicht. Liebe Leid, ihr müsst jetzt abschalten. Aber vorher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann.